eShop ein FIFA-Account hast, wo man über 10.000 Euro reinsteckt. Du kannst dir für 10.000 Euro den geilsten Mercedes-Felgen kaufen. Du kannst dir so viele geile Sachen für 10.000 Euro kaufen. Du kannst dir 10-mal das iPhone 15 Pro Max kaufen. Aber heute siehst du ein FIFA-Account, wo über 10.000 Euro reingesteckt wurden. Du willst dein FIFA Ultimate Team verbessern? Dann check auf FIFA unbedingt LOX4 ab. Findest du wirklich die günstigsten Coins und am besten nutze den Code Endzahl für 5% Rabatt. Ich habe gespoilert bekommen, dass es auf jeden Fall ein geisteskrankes Team ist. Wir gehen zusammen rein, wir gucken uns den Account an und ihr entscheidet, ob der Account wirklich krass ist oder er einfach dumm Geld reingesteckt hat. Bevor wir Ultimate Team reingehen, müssen wir auf jeden Fall erstmal die Zahlungen angucken. Etwa am 30. September ist EFC gekommen und wir gucken, wie viel Geld seitdem reingesteckt wurde. Also, Transaktionsverlauf. Uiuiui, das werden auf jeden Fall jetzt kranke Summen werden. Okay, wir sind hier im November und wir sehen 45... Alter, guck mal, wie oft 45 Euro, ne? Hier, 45. Digga, das hört nicht auf, ne? Guck mal, wie viel 100 da... Junge, wie viel Geld das ist, ne? 100.000, ein Air Force Paar. Jetzt einfach die für 1.000 Air Force kaufen können. Guckt euch das an, Junge. Tschüss. Es will nicht aufhören. Und wir sind erst beim November. Das ist alles erst November. Guckt euch das an. Digga, das sind wahrscheinlich sogar mehr als 10.000 Euro, ne? Digga, guckt euch das an. Digga, auch wenn ich Content mache, würde ich niemals so viel Geld ausgeben. Also ihr seht ehrlich, das ist geisteskrank, ne? Da seht ihr auf jeden Fall, dass es kein Fake-Titel oder so ist. So viel Geld wurde halt wirklich ausgegeben. Brutal. Wirklich brutal, Junge. Tschüss. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Ist das krass. Ist das krass. Wir sind in den Account drin und sehen rechts oben 200 Coins und 50 Points. Der ein Account, der über, wo über 10.000 Euro reingesteckt wurde, hat 200 Coins. Und achtet nicht auf dieses Regal. Junge, mein Vater ist einmal gekommen, hat seinen Arm draufgelegt und einfach meine ganzen Sachen aus dem Teil gefallen. Aber. Dann starten wir mal mit dem Torhüter. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie das Ganze aussieht. Let's go, Torhüter. Wir drücken drauf und wir sehen hier direkt Yashin, Junge. Ist der Trade? Yashin sogar tradable. Der Sohn von Zidane ist Torhüter? Skandal für die Familie, Junge. Okay, Yashin ist auf jeden Fall unser Torhüter. Ich gehe mal davon aus, dass der Account schon über 20, 30 Millionen müsste eigentlich sein, ne? Also ich habe einen kleinen Tipp bekommen, dass er auf jeden Fall über 20 ist. Mehr weiß ich auf jeden Fall nicht. Also Torhüter Yashin, wir gehen auf jeden Fall weiter auf die rechte Verteidigerposition. Mal gucken, was uns da so erwartet. Frankowski, Leticia Santos, Alexander Arnold mit einem neuen Bild, frische Frisur. Joao Cancelo ist ein Mysterium. Der Typ ist so komisch, keine Ahnung wieso. Renan Lodi. Oh, Cafu. Ja, Junge, Cafu, ne? Also, Antritt sogar. Der hat ihn gezogen, Alter. So, nein, der ist tradable. Okay, geisteskrank. 1,6 Millionen hat er bezahlt für den Rechtsverteidiger. Wenn er so viel für den Rechtsverteidiger aussieht, jemand will ich gar nicht wissen, wie sein Sturm aussieht. Komm, Linksverteidiger bei diesem Team. Auf. So, wir sind beim Linksverteidiger angekommen. Rölfo. Oh, Ferland Mundi. Tschüss. Bombastor. Hernandez als Innenverteidiger. Baccia. Roberto Carlos. Maldini. Maldini! Aber, achso, ja, okay, weil wir auf LV ausgewählt haben, können auch IVs, die LVs sind spielen. Ich denke mal, Maldini wird dann in der Innenverteidigung sein und er spielt Mondi als Linksverteidiger. 1,5 Millionen, Digga. Er hat das beste Team der Welt, ne? Okay, Mondi ist Linksverteidiger, da haben wir unsere beiden Innenverteidiger. Wir starten rein mit Harry Gold McGuire, der hat ehrlich sogar starke Stats, ne? De Ligt, Skriniar, Thiago Silva, Renard, Hernandez. Oh, Varane, Nesta, Maldini. Ja, Maldini haben wir vorher schon gesehen. Okay, Maldini, auch tradable. Digga, wie viel Coins hat der tradable? Maldini kostet 1,8, wie viel hat er bezahlt? 1,4. Er hat ja Bildergewinn gemacht mit den Karten. Warte, er hat für ihn 1,6 bezahlt. Was kostet Cafu jetzt? 1,7. Alter, hat einfach mit jeder Karte Gewinn gemacht. So, dann haben wir auf jeden Fall linkes Mittelfeld und rechtes Mittelfeld. Wir starten. Wir starten rein mit Sanés Bruder, Sidi Sané, 2003 Jahrgang, ist 20 Jahre alt. Larsson von Kopenhagen, heute spielt sogar Gala gegen Kopenhagen, mal gucken, wer das holt, ihr könnt auch kommentieren. Shaqiri, gibt's den noch? In der MLS spielt der. Ramirez hat der, Ramirez kann als Rechtsmittelfeldspieler spielen, lol. Jetzt hat er noch den Bruder von Sané, also den großen Bruder, Sané, auch stabile Karte. Beckham. Okocha, Salah, er hat den besten Verein der Welt. Alter, was ist das für ein Verein? Einfach diese Seite auf dem Rechtsmittelfeld ist besser als mein ganzes Team auf meinem Hauptaccount. Aber Mohamed Salah wird wahrscheinlich der Rechtsmittelfeldspieler sein. Wir haben ja Ramirez und so schon gesehen. Linksmittelfeld geht's weiter. Mikel Merino, Rabiot, Leonberg, Musiala, Bombastor, Reiten und Paul Futre. Okay, das ist Linksmittelfeld. Okay, also es kann auf jeden Fall auch sehr viel auf dem linken Flügel sein.
Deswegen gehen wir auf jeden Fall noch hier auf Paul Futre. Dann haben wir unsere beiden ZMs. Jetzt bin ich wirklich mega gespannt, wen er als ZM hat. Okay, ich bin auf jeden Fall auf die zweite Seite gegangen. Wir sehen ja auf jeden Fall Riku Puig, der alte Barca-Spieler. Wer ist der? Okay, ist auch schon von 24. Veron, Gündogan, Caicedo. Ey, ich habe die Karte gespielt, die lässt sich so geisteskrank spielen. Dann haben wir Jolinton, Musiala, De Jong, Rice. Wenn wir noch ein bisschen runtergehen, haben wir noch ein paar Goldkarten. Jetzt ist wichtig, was jetzt für Karten kommen. Wir starten rein mit De Bruyne, SBC, geile Karte, Anfang FIFA gewesen. Jetzt nicht mehr spielbar, deswegen denke ich nicht, dass er sie spielt. Dann haben wir auf jeden Fall David Beckham, auch brutal. Dann haben wir Yaya Touré. Was? Er hat Hullet. 90er Hullet. Fast 4 Millionen Coins bezahlt. 300 Spiele. Puteas. Oh, ich dachte schon nochmal Hullet. Er hat die Zidane SBC. Bruder. Pirlo. Modric. Er hat das beste Team der Welt, ne? Er hat das beste Team der Welt. Er hat mit Hullet fast eine Mio Gewinn gemacht. 4,2. Er hat 600.000 mit Hullet Gewinn gemacht. Da, Junge, wenn du so ein Team baust und mit so viel Karten so viel Gewinn machst, es gibt ehrlich nichts Besseres. Aber Hullet, was ist das für ein Team? Hullet, Zidane, Futre, Salah, Maldini. Und wir sind beim Finale angekommen, beim Sturm. Aber bevor wir den Sturm sehen, will ich auf jeden Fall den Transfererlös erstmal sehen. Okay, Freunde, der Account hat einen Transfererlös von 24,5 Millionen Münzen. Das ist nur der Transfererlös von Tradable-Spielern. Wir sind ja auf Platz 3. Unser Platz 1 Kollege hat auf jeden Fall geistkrank. Der hat fast 40 Millionen. Dann sind wir auf jeden Fall beim Ende angekommen. SBC-mäßig hat er noch irgendwelche SBCs abgeschlossen. Dann Dorglish und Schmeichel. Okay, das ist ein klasse Tipp. Er hat auch Dorglish. Mal gucken, wenn er im Sturm spielt. Okay. Larsson, Okocha, Gabriel Jesus, Lukaku, Smith, Aspas, Hernandez, Werner, Zoller, Haaland. So, das war die erste Seite, ne? Jetzt kommt die Seite, die alles, also wirklich, das wird brutal. Startet Karim, The Dream. Ja, gut. Osimhen, ja. Dorglish, haben wir auf jeden Fall vorher schon gesehen. Cantona, Leihspieler. Katoto, Hullet. Oh mein Gott. Mbappé, POTM, SBC gemacht. Dann noch in Rot verwandelt. So, ist das Ende? Kate. 8 Millionen für Cruyff. Ich dachte, er hat noch erneut. Jungs, ich schwör's euch, ich glaube, das ist das beste Team, was ich gesehen habe. Ich glaube, es gibt kein besseres Team. Guckt euch das an. Ich glaube wirklich, es gibt kein besseres Team. Ich könnte was schwören. Was noch so im Verein? Pirlo, Modric. Das ist das beste Team, was ich gesehen habe. Junge, wie heftig. Alter. Holy shit. Fuck. Also Freunde, ich glaube nicht, dass ihr ein besseres Team kennt. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie viel ihr für FIFA ausgegeben habt. Das ist auf jeden Fall das Endprodukt von dem Team und von dem Account. Wenn ihr mehr solche Accounts sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Und wenn ihr Bock habt, können wir wieder mit dem Mystery-Video starten, wo ich einfach Accounts kaufe für ein paar hundert Euro und wir gucken, was drauf ist. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Junge, der Typ hat das beste Team der Welt, ne? Wir sehen uns beim nächsten Video, jeden Tag 20 Uhr auf Twitch. Haut rein, ciao, ciao. Und lasst ein Like da.